120 engagierte Kids, 17 Stationen, ein Tag und eine Aufgabe, nämlich Menschenleben retten. Am 4. Juli haben im Schweriner Fredericianum die Schulsanitäter aus vielen Städten des Landes und sogar aus Polen um die Pokale gekämpft. Der traditionsreiche Schulsanitäterwettbewerb unter der Patronage des Deutschen Roten Kreuzes und der VR-Bank genießt seit Jahren ein hohes Ansehen. Denn nicht nur Fähigkeiten und Fertigkeiten werden dabei den Schülern in einem Wettkampfmarathon abverlangt. Vielmehr geht es den Organisatoren und den Teilnehmern um persönlichen Mut und das soziale Engagement. Es ist der genossenschaftliche Gedanke. Was einer alleine nicht schafft, schaffen viele gemeinsam besser. Das ist ursprünglich genossenschaftlich und das ist im Grunde nichts anderes. Füreinander da sein, sich gegenseitig unterstützen, fordern, aber auch Verantwortung zu übernehmen. Apropos, bei etwa der Hälfte der in der Innenstadt verteilten Wettkampfstationen wurden Geschicklichkeit, Kreativität und Allgemeinwissen der Schulsanitäter auf die Probe gestellt.